So, gibt's hier irgendwas? Ja, hier gibt's wieder was. Zack, zack, zack. Beziehungsweise hier gibt's nichts, weil sonst müssten wir es ja nicht auffüllen. So, okay. Der N-Wort Saurus, perfekt. Je mehr Genome wir von dem haben, desto besser ist es auch für uns. Das kann echt nicht schaden. Wir können auch so ein Gehege machen mit ganz vielen kleinen Langhälsen. Ganz viele kleine Langhalsarten. Das wäre bestimmt auch nicht schlecht. Der Nanook, perfekt. Den Nanook habe ich mich auch sehr gefreut. Weil ich den sehr cool finde. Warte mal, hier war doch Hybriden eben, oder? Ja, hier sind Hybride. Das sind das sind. What the fuck ist das für ein langer Text? Sheesh. Ach, der beschreibt nur, für wen das alles ist. Okay. Na, dann geht's ja. Ich wollte gerade sagen, what the fuck ist das für eine Liste? So, da kommen unsere Schönheiten gleich raus. Tada! Okay, die sind schon mal alle gleich groß, das ist sehr gut. Und das Blau ist echt wunderschön. Das ist echt wunderschön. Das gefällt mir. Auch wenn sein Unterkiefer ein bisschen aussieht, als würde es verschwunden sein. Weggezaubert. Oha, sehr gut. Ey, dann können wir bald ein neues Gehege aufmachen mit noch mehr Dinosauriern. Reizüberflutung gerade für mich. Einfach nur geil. So, ich brauche noch den Kentro. Ich wüsste, wo der war. Hier ist etwas, das interessant für Sie sein könnte. Für mich war es das. Hä? Ja, ich muss es leider ablehnen, weil den habe ich noch nicht. Wo ist denn der jetzt? Keine Ahnung. Ach, dann ist es auch egal. Dann gehen wir weiter auf diesen Ägyptosaurus. Guck mal hier nochmal mit dunklerer Farbe. Sehr schick. Einverstanden. Aufgabe erhalten. Okay, wir wollen viel Grasland. Und Soziales für die hier absolut in Ordnung. Sehr schön. Dann haben wir da hinten das Langhalsgehege schon mal voll. Das ist schön. Auch wenn die sich hauptsächlich hier aufhalten, nicht hier. Naja. Hä, dem fehlt Wald immer noch. Hä? Was hat denn er jetzt für Probleme? Du hast gar nicht das Recht rumzumeckern. Das ist so ein Bullshit aber auch, Alter.
Das war halt wieder in Ordnung. Muss ich nicht checken als Normalsterblicher, oder? Oh, den Amazoner-Dingsbumster, den können wir nehmen. Den können wir zusammen mit dem N-Wort-Saurus reinpacken. Gucken wir auch nochmal, was das für einer war. Amazoner-Dings. Wo war der jetzt? Da. Könnte man vielleicht auch mit Irritator reinpacken? So ein bisschen so wassermäßig das ganze Gehege aufbauen. Mal gucken. Ah, nee, guck mal, die haben längere Hälse, glaube ich. Und sind generell eher langgezogen. Die sind eher massig. Okay. Wechsel Rolle. Kein Problem. Was hat er? Tuberkulose, ey, die haben hier alle Tuberkulose. Noch mehr Tuberkulose und ich scheiß mir in die Hose. Bestätige Anfrage zur Produkt. Ich pack die einfach mal auf die Seite in der Hoffnung, dass die da bleiben. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Hey, was ist der denn einsam? Und hat schon wieder nicht genügend Wald, hä? Hast du Stimmungsschwankungen? Haben wir ja zufälligerweise einen schwangeren Dino? Also, I don't get it. Also ich check's wirklich nicht, was er hat. Jetzt ist er nicht mehr einsam. Es hat alles keinen Sinn. Jetzt hat er auch wieder genügend Wald. Werden die nicht mehr zur Gruppe zugezählt, wenn die sich zu weit voneinander entfernen vielleicht? Ist es das? Oh shit, pass bloß auf. Bestätigt. Bestätige Aufgabe. Das könnte es vielleicht sein, dass die sich jetzt zu weit voneinander entfernt haben. Keine Ahnung, ich nicht wissen. So, den Kentro könnte man ja mit dem hier zusammen in ein Gehege packen. Vielleicht. Oder den und den. So viele interessante Kombinationen, die man machen könnte aus Fleisch und Pflanzenfresser. Feststeht, wir brauchen halt große Pflanzenfresser und mittelgroße bis kleine Fleischfresser. Damit da ein Zusammenleben auch so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Ägyptosaurus. Der ist schon mal sehr geil. Den immer mehr. Aufträge, Aufträge, Aufträge. Wer hat einen neuen Auftrag? Dieser Typ. So, wir brauchen auch wieder eine neue Mission für unseren Herrn Kollegen Sicherheitsmann.
dass der bald wieder rummeckert. Ich werde eure ganze Anlage sabotieren, weil ich bin bitchy und sowas. Ich tue, was ich kann, um Ihnen zu helfen. Tun Sie dasselbe für die Sicherheitsabteilung. Ja, versuche ich doch, guter Mann. Versuche ich doch. Sie machen es mir aber nicht gerade einfach. Um Futterstation zu füllen. Unsere schönen Dinge kommen an. Das ist doch schön. Unsere schönen Dinge. Kann ich denn eure Schönheit am besten einfangen, meine kleinen Schönlinge? Das ist doch ein schönes Foto. Zack. Hä, hey, warum sind die in Panik? Warum ist der in Panik? Was ist sein Problem? Sturm kommt wieder auf uns zu. Ist das nervig, Alter. Alter, die haben echt Probleme. Der eine rennt immer komplett von den anderen weg, merkt dann, er ist alleine und ist einsam und fühlt sich unglücklich. Wenn Sie einen Berg sehen, erklimmen Sie ihn, was? Weiter so. Naja, dann ziehe ich hier doch meine Mauer wieder zu. Und dann ziehe ich den hier raus und die drei danach. Packe die blauen. Ne, mache ich doch nicht. So, warte, wie machen wir das jetzt? Wir packen die Roten raus und packen die Roten hier mit rein. Also die Diamantinasauren packen wir mit zu den Isisauren. Und die Blauen bleiben einfach hier. Die drei bleiben hier auch alleine und die sechs werden hier schon hoffentlich zurechtkommen irgendwie. Hoffentlich irgendwie. Na, das macht Hoffnung auf mehr. Ja, keine Ahnung, wo ich das hinpacke. Ist egal. Das muss irgendwie hinhauen. Oder hier drüben kommen halt Fleischfresser rein, kleine Fleischfresser. Sache, der fühlt sich nicht mehr einsam und randaliert dann. Was sogar echt passieren könnte, wenn wir nicht aufpassen. So, was gibt's hier Neues? Nischt. Okay, keine Ahnung, was das darstellen soll. Aber wir nehmen es dankend an. So, welchen Fleischfresser? Ne, pass auf, erstmal suchen wir hier weiter und dann packen wir da andere Fleischfresser rein.
Seite nochmal. So. Jetzt gucken wir mal nach dem Fleischfresser, der sich dafür eignet. Der nicht zu groß und auch nicht zu klein ist. Vielleicht sogar der hier? Oh, jetzt müssen wir mal wissen, wie groß der hier ist, der Ägyptosaurus. Vielleicht auch der Baharias. Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wer dazu passt zu denen. Der hier kommt auf jeden Fall zu dem N-Wortsaurus. Nein, ich traue mich nicht, den Namen auszusprechen. Ich mach's einfach nicht. Könnt ihr vergessen. Oder den Sinosaurus. Lasst einfach mal den Sinosaurus dazu packen. Dann machen wir hier doch einen gemischten Park draus und nicht rein Pflanzenfresserpark. Weil rein Pflanzenfresser ist vielleicht auch ein bisschen doof, wenn wir jetzt hier Fleischfresser kriegen. Reparaturtrupp meldet sich zurück. Füge Aufgabe hinzu. So, hier oben muss sich das Team darum kümmern. Ist auch gut, dass der Sturmabwehrstation vom Sturm beschädigt wird. Einfach episch. Nicht genügend Wald, Alter, der geht mir auf den Sack. Der geht mir wirklich auf den Sack. Ich weiß echt nicht, was der glaubt, wie viele kleine Füllerpflanzen ich hier reinpacken werde. Neuer Tag, neue Show, neuer Auftrag. Den sollten Sie sich auf jeden Fall ansehen. Ist alles nicht ganz einfach hier. Der Umgang mit eigentlich schon ausgestorbenen Kreaturen. Wir sind so kurz davor, dass er sich wohlfühlt. So, das muss jetzt auch aber reichen, oder? Packen wir noch ein paar Sicherheitshalber rein. Nicht, dass er doch rummeckert. So. Gut, ich glaube, die 6 passen hier gut rein in das Gehege. Wobei ich hier hinten noch eine Futterstation hinpacken möchte. So. Aber ich glaube, die kommen gut zurecht hier. Die 3 hier passen auch gut rein. Da kommen dann gleich noch Fleischfresser mit rein und dann... Ey, lässt du das mal? Geborgenheit auf 82 und er greift einen Zaun an oder was? Ich glaube, es hackt. So, Sinosaurus. Ich weiß nicht, wie groß der Sinosaurus ist. Aber ich hoffe einfach, dass sie sich vertragen. Und nicht das Ziel haben, sich gegenseitig
an Kragen zu gehen. So, weicherer Übergang. Dieser Auftrag ist abgeschlossen. Und das bedeutet, dass Sie gute Arbeit geleistet haben. Wenn Sie so weitermachen, werden Sie noch zu einem Star. Ich bin bereits ein Star, Kollege. Dann werden Sie vielleicht zu einem Star. Also was soll das heißen? Hast du dich gesehen? 100.000 Millionen Abos auf YouTube. Der soll mal seine Facts checken, Alter. So, jetzt haben wir es denen gegeben. Ägyptosaurus. Ich will mehr Ägyptosauren. Zeig mal her hier, wie groß der ist. Oh scheiße, es gehen beide Tore auf. Okay, er ist in Ordnung. Er ist in Ordnung groß, würde ich sagen. Der hat ein bisschen was von einem Dilophosaurus, finde ich. Aber der hat ein cooles, cooles Charakter-Model, das gefällt mir. Der Acrocanthosaurus ist bei den Gästen sehr beliebt. Warte, was? Er gehört zu den größten Theropoden, die jemals gelebt haben. Dieser kleine Mann hier basiert auf dem Acrocanthosaurus-Modell. Das heißt, er könnte die anderen vielleicht doch töten. Aber wieso Acrocanthosaurus? Das passt hier überhaupt nicht. Der Acrocantho ist fünfmal so hoch wie der hier. Das wird jetzt spannend, ob die sich vertragen. Anfrage bestätigt. Ich hoffe, dass die Gruppe groß genug ist. Ja, ist er. Perfekt. Das wird interessant jetzt, ey. So eine Mischgehege sind ja sowieso immer das Coolste, finde ich. Wenn da Fleisch und Pflanzen zusammenleben können. Er ist nicht das Alpha-Tier. Ach, die haben keine Alphas. Okay. Ich wollte gerade sagen, welche, die so cool aussehen, müssen doch Alphas sein. Pass auf, wir transportieren die noch in dieser Folge rüber. Gucken, ob die sich vertragen. Und dann beende ich die Folge erst. Das heißt, die Folge könnte wieder ein bisschen Überlänge haben. Aber das ist in Ordnung. Denn ich glaube, ihr wollt das auch sehen. Genauso wie ich. Unterwegs, um Produkt abzuholen. So, der eine Kollege da. Dann haben wir das. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Und hier ist alles in Ordnung bei euch, ne? Er ist in Panik. Das liegt vielleicht am Auto. Mal hier, die drei konzentrieren sich auf das hier und die drei halten sich hier hinten auf, oder was? Naja denn. Was sollen sie machen? Boah, ist aber auch mutig, ey. Fährt er direkt vor den Füßen lang. Produkttransport im Gange. Die sind auch immer nur am Fressen oder am Dingsen, oder? Oder am Trinken. Naja. Ach, so, erstmal strecken hier. Anstrengend schon wieder die Aufnahme. Na, es trinkt, ich möchte das sehen. Drei Stunden lang, bis sie bereit sind. Und da machen sie Synchron trinken. Jedoch nicht.
dachte. Naja, war jetzt nicht so spektakulär wie erwartet. Weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ich habe mir das angesehen. Das sollten Sie auch tun. Das ist wohl endlich mal eine Mission, die ich machen kann, weil ich die Genome habe. So, und da kommen unsere drei Sinos. Die drei Sino-Dinos. Ach, dann guckst du mir halt nicht an. Guck mal zum Spino. Ich weiß, einige von euch diesen Spino nicht mögen. Das weiß ich. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, wie die Kommentare dazu sind. Aber ich weiß, dass ihr den wahrscheinlich nicht feiert. Aber ich feiere den. Ich finde den irgendwie cool. Der hat was. So. Die Lieferung ist auch gleich fertig. Dann werden wir es ja sehen, ob die Großen sich mit den Kleinen vertragen oder ob sie stressen wollen. Weil ich glaube, auch wenn die auf dem Agro-Kanto-Genom basieren, ich glaube nicht, dass sie sich mit den Großen hier anlegen. Weil die basieren ja anscheinend auf einem Dreadnoughtes. Also da dürfte eigentlich nichts passieren. Theoretisch. Wenn das stimmt, was meine Vermutung ist. Mit dem Genom, wo sie herkommen dann ist. Kommen sie, da kommen sie. Guck mal, die kommen sogar allein zurecht, das ist ja krass. So, passt das auch optisch und alles? Ja, kann man machen. Kann man, glaube ich, machen. Dass die drei jetzt hier noch rumwuseln. Zwei bis sechs. Eins bis sieben. Ja, wir holen von denen nochmal einen und von denen nochmal zwei. Weil ich glaube, das ist... Ich glaube, das ist ganz gut, so wie es ist. Sehr schön.